Effizienz, liebe Frau Weißsiegel. Ich will vielleicht anfangen damit, das hat nicht viel Überzeugung gebraucht, um mich hierher nach Göttingen zu bringen, denn ich habe 16 wunderbare Jahre hier in Göttingen verbracht. Und wenn ich sage wunderbare Jahre, dann gilt das nicht nur für die Wissenschaft, dann gilt das auch für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich hier kennengelernt habe und die Freundschaften, die ich habe finden können hier und die man wahrt. Ich bin froh gewesen, nach Göttingen zu kommen und ich erinnere mich immer gerne bei diesen Gelegenheiten an meinen ersten Besuch hier in Göttingen. Da hat mich nämlich Manfred Eigen, der heute hier ist, und ich freue mich ganz besonders, Manfred und Ruthild, dass ihr hier seid. Manfred Eigen hat zu mir gesagt, Sie haben ja aus der Vitae gehört, ich komme aus Heidelberg, dass es nicht leicht ist, nach Göttingen zu gehen. Aber wer einmal in Göttingen ist, der geht nicht gern wieder weg. Georg Christoph Lichtenberg, der hat ja zu allem was gesagt, der hat auch dazu noch ein Sätzchen geformuliert. Der schreibt nämlich an seinen Freund Schernhagen, ich würde nicht von hier weggehen, und wenn man mir 2000 Taler an einem anderen Ort als Professor gäbe, ich liebe den Ort zum Erstaunen. Damals gab es ja die Max-Planck-Gesellschaft noch nicht und des Präsidenten auch schon gar nicht, meine Damen und Herren. Ich jedenfalls freue mich, heute hier zu sein und freue mich auch, über ein Thema zu sprechen, das jetzt nicht mehr meine unmittelbare Wissenschaft betrifft. Frau Weißsiegel hat mich hier vorher gefragt, wie oft ich denn hier wohl gesprochen habe. Ich habe mal so geschätzt, 4, 5 Mal, denn es ist schon ein Privileg, hier zu sein. Und ich freue mich hier, heute mit Ihnen darüber zu reden, was die Forschung unserer Gesellschaft gibt. Was Sie hier sehen, ist sicher etwas, das Sie alle kennen. Und wenn Sie sich das jetzt in die Hand nehmen, dann ist das nicht das Symbol dafür, obwohl es auch nicht schaden würde, dass Sie Ihr Handy abstellen, sondern es ist gedacht als Symbol. Als Symbol, worum es in den nächsten 40, 50 Minuten gehen wird, was Wissenschaft für unser Leben, für unser tägliches Leben liefert und was auch dazugehört. Und wenn ich mir so etwas Einfaches, ja nahezu Triviales, wie hier ein iPhone anschaue, dann ist in diesem iPhone eine Batterie von Grundlagenforschungsergebnissen verpackt, von der wir heute uns gar keine Vorstellung mehr machen. Und Sie sehen hier Beginn der Grundlagenforschung in diesem Bereich bereits im 19. Jahrhundert, beteiligt an Forschungsergebnissen, die eingeflossen sind. So berühmte Wissenschaftler wie Max Planck, Albert Einstein, Rutherford oder Niels Bohr. Ohne deren Erkenntnisse gäbe es dieses heute nicht. Und erst 1947 gab es das erste Patent, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass wir heute einen Transistor faktisch nicht mehr aus unserem Leben wegdenken können. Das heißt, der Einfluss der Wissenschaft reicht in viele Bereiche des täglichen Lebens. Und das hat ein Wissenschaftsphilosoph schon sehr, sehr früh formuliert, nämlich Francis Bacon, der hier gesagt hat, Science discovery should be driven not just by the quest for intellectual enlightenment, das auch, möchte ich mal sagen, but also for the relief of man's estate. Das heißt, Wissenschaft ist nicht la pur la. Wissenschaft wird natürlich auch für die Wissenschaft betrieben. Und wer hätte uns das besser zeigen können als die vielen Preisträger, die wir eben das Vergnügen hatten, begrüßen zu können. Aber, meine Damen und Herren, und das, was vielleicht ursprünglich das Ziel war, der Neugier folgend, an den vordersten Fronten der Wissenschaft einen Beitrag zu leisten, ungerichtet und damit auch natürlich überraschende Ergebnisse zeitigend. Dieses Ziel hat sich in den letzten, ich sag mal, 50 Jahren maßgeblich verschoben.
Und wir haben gehört, dass meine unmittelbare Vorrednerin bei dieser Rede, Helga Nowotny, die will ich nämlich hier auch zitieren, und Helga Nowotny hat ein Buch geschrieben, schon in den 90er Jahren, und dieses Buch kommt doch zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Nowotny und Kollegen, übrigens auch Herr Weingarten, kommen zu dem Schluss, dass die Produktionsformen des Wissens sich verschieben. Von der dem reinen Erkenntnisgewinn in einer geschlossenen Gemeinschaft, das ist ja das, was eigentlich die Wissenschaftler tun, wenn sie miteinander kommunizieren und damit auch die Basis über Diskussionen und Vorträge und anderes, die Basis dafür legen, dass ein Stein auf den nächsten gelegt werden kann. Zu einer transdisziplinären Verbreitung mit Zielrichtung Technologieentwicklung und Politikberatung. Das heißt, die Gesellschaft erwartet heute einen Beitrag der Wissenschaft für das Wohlergehen. Ein Punkt, wenn ich über Wohlergehen rede, ist sicherlich auch das wirtschaftliche Wachstum eines Landes zu fördern, und auch darauf werde ich eingehen. Das heißt, wenn wir versuchen zu gliedern, welchen Beitrag die Grundlagenforschung liefern kann, dann sind es hier, und ich habe das mal versucht, punktuell darzustellen, 4 Kernbereiche. Die Grundlagenforschung erweitert zum einen die Grenzen des Wissens und liefert damit einen kulturellen Beitrag zum Selbstverständnis von uns selbst und unserer Umwelt. Also die klassischen Fragen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Aber es bildet auch die zukünftigen Generationen an den Grenzen des Wissens aus. Ich werde Ihnen nachher auch ein Beispiel nennen, aus dem das sehr klar hervorgeht. Jeder weiß, dass die gut ausgebildeten jungen Leute natürlich nicht alle in der Wissenschaft bleiben. Das wäre auch nicht richtig übrigens. Sondern dass diese gut ausgebildeten jungen Leute in allen Bereichen unserer Gesellschaft ihre Profession finden und damit einen Beitrag leisten, auch der fortgesetzten Entwicklung von gesellschaftlichen Bedingungen. Der dritte Punkt, Grundlagenforschung entwickelt Lösungsstrategien für politisch-gesellschaftliche Herausforderungen, und es gibt mannigfaltige Herausforderungen. Wer soll die Frage denn adressieren außer Wissenschaftlern, wie wir mit dem Bevölkerungswachstum umgehen. Wir haben die letzten Hochrechnungen, die sich verändert haben übrigens, gehen jetzt davon aus, dass 10,5 Milliarden Menschen 2050 auf dieser Erde leben werden. Man ist überrascht, warum, dass es in Afrika nicht zu einer Reduktion des Bevölkerungswachstums kommt, in der gedachten Weise. Das heißt, man geht von 10,5 Milliarden Menschen aus. Diese werden überwiegend, und zwar 80% von ihnen, werden in großen Städten, Megacities leben. Wir werden das Problem haben, diese Menschen mit Energie zu versorgen, und doch, und wir lesen das jeden Tag in der Zeitung, die Klimabedingungen nicht so zu verschlechtern, dass es zu dem sogenannten Tipping Point kommt. Ein Tipping Point, der dann, wenn man so will, chaotische Bedingungen hervorruft und die zu Wetter- und Klimabedingungen führt, die für uns nur schwer tolerierbar sind. Und last but not least, Grundlagenforschung stellt Erkenntnisse als Basis für die wirtschaftliche Produkte und die Prozesse bereit. Und es sind diese 3 Punkte, insbesondere diese 3, die ich hier nochmal grafisch dargestellt habe, die ich mit Ihnen bereden will. Das eine, Wissenschaft wirkt auf sich selbst zurück. Die Interaktion Wissenschaft mit Politik und die Interaktion Wissenschaft mit Wirtschaft und was sich daraus ableitet. Ich habe mir hier einfach mal das Vergnügen bereitet, wenige Punkte, die mit Göttingen in Verbindung stehen, im Kontext dieser wissenschaftlichen Entwicklung in der geschlossenen Community darzustellen. Und Sie sehen hier, und das ist ja das, was uns in der Wissenschaft weitertreibt, die Impulse für neue Wissenschaftsgebiete. Da ist die Quantenmechanik von Max Born, der an der Uni Göttingen Professor war. Zu diesen Zeiten, jedenfalls zu den jungen Heisenberg-Zeiten, war Heisenberg Student
bei Max Born und später, wie wir alle wissen, Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik, zunächst in Berlin, dann in Göttingen und schließlich in München. Oder schauen Sie sich Steroidhormone an. Der junge Adolf Butenandt hat wesentliche Ergebnisse, für die er später ausgezeichnet worden ist, hier in Göttingen an der Universität erreicht und erzielt. Und Herr Butenandt hat anschließend das Max-Planck-Institut für Biochemie in München gegründet. Übrigens fällt mir auch ein, Butenandt war ja, wenn man so will, ein Vorgänger von mir im Amt. Und ich habe mir schon überlegt, Butenandt hat die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft als Bedingung für seine Rekrutierung als Präsident von Göttingen nach München gebracht. Natürlich ging mir der Gedanke durch den Kopf, ob man das nochmal machen kann, aber in umgekehrter Richtung. Ja, Manfred ist hier, Manfred Eigen ist hier. Die Kinetik von schnellen biochemischen Reaktionen, aber auch darüber hinausgehend die grundsätzliche Überlegungen, die mit Evolution zu tun haben, aus dem Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, die Neurophysiologie einzelner Ionenkanäle über die Patch-Clamp-Methode, Erwin Neher und Bert Sackmann, beide damals haben diese Arbeiten am Max-Planck-Institut für Biochemie erbracht. Und schließlich, wie wir alle wissen, Stefan Hell, der Jüngste dieses Triumvirats, der die Stett-Nanoskopie begründet hat und damit in der Lage ist, Messungen unterhalb der Abelschen Beugungsgrenze, nämlich bis in den Bereich 30, 40 Nanometer durchzuführen. Ein wunderbares Ergebnis und es zeigt, meine Damen und Herren, dass die Strukturen stimmen, dass wir durch entsprechende Kommunikation und Einbettung, und da Frau Weisige, will ich ganz bewusst auch die Universität erwähnen, das ist eines der Kernelemente von kreativen Strukturen, dass man die Möglichkeit hat, relativ finanziell abgesichert, in eigener wissenschaftlicher Autonomie, aber eingebettet in einen größeren wissenschaftlichen Kontext zu unternehmen. Und ich glaube, da hat dieses Göttinger Institut in der Max-Planck-Gesellschaft besonders maßgeblich bewirkt. Oder schauen Sie sich das an, die Entschlüsselung des Neandertal-Genoms, Svante Paabo in Leipzig, Svante, der es geschafft hat, aus uralten Knochen, aus fossilen Knochen noch Material zu generieren, das er dann als DNA-Sequenz darstellen konnte. Damit revolutioniert sich sozusagen dieses Forschungsfeld. Er hat es, wie wir auch wissen, er hat neue Erkenntnisse erbracht, er hat zum Beispiel gezeigt, dass alle von uns etwa 3-5% Neandertal-Genom in uns tragen, vielleicht bei mir ein bisschen mehr als bei Ihnen, aber das muss man sehen, meine Damen und Herren. Das heißt aber, dass es eine Paarung gab, und zwar bei dem Weg aus Afrika heraus. Wir wissen heute, dass diese Methode es uns erlauben wird, eine Vielzahl von Populationen zu studieren, die Herkunft dieser Populationen zu studieren, Wanderwege zu studieren, Sprachherkünfte zu studieren. Also Svante Paabo hat ein Feld eröffnet, das noch uns sehr viel Beiträge leisten kann zu unserem Selbstverständnis. Oder nehmen Sie Optogenetik. Die Optogenetik, die die Herren Hegemann, Nagel und Bamberg natürlich nicht ohne die Mithilfe von Herrn Oesterheld hätten machen können, ein wunderbares Werkzeug, ein Werkzeug, mit dem es möglich sein wird, in der Zukunft auch Augenleiden zu korrigieren durch transgene Technologie, was bei Mäusen gelungen ist. Und es gibt einen extrem begabten jungen Mann in Basel, Botton Droska, der hier in der Therapie große Schritte vorangeht mit entsprechenden Vektoren, ungefährlichen Vektoren, dann auch Blindheiten besonderer Art zu korrigieren. Sie sehen, meine Damen und Herren, alles Felder, die ursprünglich der Neugier des Forschers folgend generiert worden sind, die uns aber dann
eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Der zweite Punkt, den ich relativ kurz halten möchte, ist die Interaktion Wissenschaft mit Politik. Ich denke, es wird unterschätzt häufig, aber deswegen bin ich auch froh, Frau Beisiegel, dass Sie vorhin in Ihrer Begrüßungsrede gesagt haben, dass der erste Redner war ein Geisteswissenschaftler, der zweite Redner war ein Geisteswissenschaftler, und ich will das nochmal würdigen. Ich glaube, die Beiträge, die die Geisteswissenschaft liefert, die können nicht überschätzt werden. Also, geisteswissenschaftliche Forschung bieten uns Orientierungswissen. Sie ermöglichen uns Einsichten, damit wir im Leben unserer Gesellschaft uns orientieren und uns entwickeln. Und das ist nicht nur gedacht für die technischen Belange. Es gehört die professionelle Politikberatung dazu. In Deutschland, will ich mal sagen, anders gehandhabt als in vielen anderen Ländern. Wir haben inzwischen, immerhin, sollte ich sagen, eine nationale Akademie, die Leopoldina, die AKATEC und die BBAW, BBAW insbesondere Schwerpunkt Geisteswissenschaften. Andere Länder haben darüber hinausgehend noch Science Advisors in jedem Ministerium. Das, meine Damen und Herren, vermisse ich in Deutschland. Die Politik mag es augenscheinlich nicht, und wer heute die Zeitung gelesen hat, was die Expertengruppe über die Umsetzung der Klimaziele der Bundesrepublik gedacht hat, der weiß, dass wir es bitter nötig haben, wissenschaftliche Expertise frühzeitig, und ich sage mal frühzeitig genug, in die politischen Entscheidungsstränge einzubinden. Und das ist vielleicht auch nicht bekannt genug, dass die Max-Planck-Gesellschaft ein hohes Maß an geisteswissenschaftlicher Forschung betreibt. Ich habe Ihnen hier in Ermangelung der großen Vielfalt der Geisteswissenschaftler, die ich natürlich hier nicht auflisten konnte, einige der Max-Planck-Rechtswissenschaftler aufgeschrieben. Im Steuerrecht Wolfgang Schön, Bankenregulation Martin Hellwig, der sich offen und auch kritisch übrigens äußert im Hinblick auf die Eurozone. Anlegerschutz Klaus Hoppt, Föderalismus, ein Soziologe, Fritz Scharf, oder Mitbestimmungsrecht, Wolfgang Streeck, ein, ich sag mal, strammer Sozialdemokrat, Urheberrecht, Reto Hilti. Meine Damen und Herren, Sie sehen, auch die Max-Planck-Gesellschaft hat eine Vielfalt, und das ist übrigens das ist fast nur Rechtswissenschaft, es gibt ein weites Spektrum von geisteswissenschaftlicher Forschung, und nicht zuletzt das in Göttingen, und ich will Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz, dass wir nach meinem Amtsantritt gemeinsam in Göttingen das Max-Planck-Institut für Geschichte umwidmen konnten in ein Max-Planck-Institut für multiethnische und multireligiöse Studien. Ein hochspannendes Thema, ein Thema, das unsere Forscher aus diesem Institut in der ganzen Welt beforschen und das uns sicher auch einen Leitfaden oder Leitfäden an die Hand geben wird und hoffentlich kann, um auch das soziale Zusammenleben in unserer doch jetzt mehr und mehr heterokulturellen Gesellschaft zu ermöglichen. Das sind die Herausforderungen, meine Damen und Herren, die kommen aus dem Jahr 2000. Und zwar ist das das Millennium-Projekt aus dem Jahr 2000 mit 15 Herausforderungen. Diese 15 Herausforderungen sollten bis zum Jahre 2015 die Armut in der Welt halbieren helfen. Ich glaube nicht, dass das gelungen ist. Und ich werde nicht in der Lage sein, sozusagen die Gründe für das eine oder andere hier darzulegen. Ich will mich auf eines konzentrieren, und das ist auf den Bereich Gesundheit. Bei dem Bereich Gesundheit, denke ich, wird es in dem nächsten Jahrzehnt oder vielleicht auch den nächsten zwei Jahrzehnten maßgebliche Änderungen geben. Schauen Sie sich diese Karte an. Diese Karte zeigt Ihnen die Zunahme des Alters verteilt über die gesamte Erde. Und Sie können sehen, dass das eben nicht nur für unsere westlichen, ich sage mal, hochtechnologisierten Staaten gilt, sondern das gilt insbesondere auch für Staaten in Asien. Und wenn Sie sich die Zuwächse hier anschauen,
dann ist das die eigentliche Überraschung. Und diese Überraschung ist deswegen möglich gewesen, weil es gelungen ist, nicht überall, aber doch in großen Bereichen, die Infektionshäufigkeit zu reduzieren durch moderne medizinische Methoden. Wo führt das hin? Nun, das führt dazu, dass die Lebenserwartung seit 1840 in einigen Ländern um 6 Stunden täglich ansteigt. Gute Nachricht für uns alle, würde ich mal sagen. Aber diese Nachricht ist auch verbunden oder muss verbunden werden mit einer kritischen Betrachtung. Und diese kritische Betrachtung folgt. Die Kosten nämlich dieses höheren Alters, die sind hier dargestellt, und zwar indem man analysiert hat, die Todesursachen weltweit, und später komme ich noch dazu, auch die damit verbundenen Kosten, und die Todesursachen sind, wenn man das mal hier auf einen Punkt bringen will, fast alles chronische Erkrankungen. Kaum noch, zumindest nicht in westlichen Ländern, infektiöse Erkrankungen. Wir haben Herz-Kreislauf, wir haben die chronischen Atemwegserkrankungen, wir haben Krebs und wir haben Diabetes. Und ich habe eben bereits darauf hingewiesen, dass das nicht nur für die westlichen Länder gilt. Schauen Sie sich Indien an. Schauen Sie sich an, wie in Indien die Zahl der Diabetiker zugenommen hat und noch weiter zunehmen wird. Man ist verblüfft über diese Anstiegsrate, die man nicht erklären kann, vielleicht oder wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Indien über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende hinweg, eigentlich eine hungernde Bevölkerung hatte und möglicherweise man hier genetische Änderungen hat in dem Genom vieler Inder, die jetzt ins Gegenteil sich verkehren. Das sind aber alles Spekulationen, meine Damen und Herren. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, diese Erkrankungen sind keine Erkrankungen von reichen Nationen. Das sind Erkrankungen, die sich über die Welt hinweg erstrecken und die unser Gesundheitssystem maßgeblich belasten werden. Was ist der Grund? Steigende Lebenserwartung und veränderter Lebensstil, insbesondere gute Ernährung und sitzende Tätigkeit. Wobei wir wohl alle nichts dagegen haben, aber es muss im Lot bleiben. Die chronischen Erkrankungen verursachen heute bereits 75% der Gesundheitskosten und die Tendenz ist steigend. Was hinzukommt, ist, dass, weil ich habe im Prinzip eben die Todesursachen beleuchtet, aber wenn ich jetzt nochmal volkswirtschaftlich das betrachte, dann schauen Sie sich mal an, was hier die Erkrankungen neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen ausmachen. Weltweit sind bis zu 1,5 Milliarden Menschen davon betroffen. Die Kosten sind enorm. Und die Gesamtzahl dieser Demenzerkrankungen oder die Gesamtzahl wird sich nochmal verdoppeln. Das heißt, wir brauchen dringend neue Wege, wir brauchen die Wissenschaft, um diese Probleme zu adressieren. Und ich kann Ihnen heute wirklich nur schlaglichtartig das eine oder andere sagen. Ich habe aber diese Beispiele bewusst gewählt. Ich habe diese Beispiele gewählt, damit klar ist, in welche Richtung sich moderne Medizin entwickeln kann und welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. Schauen Sie sich das an, die molekulare Kartierung des menschlichen Genoms beziehungsweise die Gesamtheit der Analytik, die es ermöglicht, unseren Körper systembiologisch zu betrachten, hat Riesenfortschritte gemacht. Wir haben im Bereich Krebs ein Genomprojekt in den Vereinigten Staaten, in der ein Forscher, Erik Lender, übrigens mit fast ausschließlich privatem Geld, alle soliden Tumore sequenziert hat und über diese soliden Tumore eine Reihe von Schlussfolgerungen gezogen hat. Und ich will das einfach nur auf den Punkt bringen, diese Technologie, also die Analyse von soliden Tumoren, die DNA-Analyse, das heißt die Information und zwar dann die aberrante oder geänderte Information, ist ein erster Schritt, aber, und deswegen unten das nochmal in blau hervorgehoben,
Diese Technologie befähigt im Prinzip die Forschung, aber noch nicht ausreichend die klinische Anwendung. Und das ist auch kein Wunder, weil was uns eigentlich fehlt, ist ja nicht die Information, sondern wie diese Information dann in den entsprechenden Zellen umgesetzt wird. Und das ist über die Analyse von RNA bzw. den Proteinen in jüngster Zeit möglich geworden. Ich will Ihnen sagen, dass ein Wissenschaftler bei uns in dem Max-Planck-Institut für Biochemie, Matthias Mann, es geschafft hat, mit nur 100 Zellen, die Gesamtheit aller Proteine in diesen Zellen zu analysieren. Und da stehen wir jetzt tatsächlich an der Schwelle, wo wir quantitative Biologie betreiben können. Quantitativ heißt nicht nur ein Ja oder Nein, also ein Protein oder ein Gen ist an- oder abgeschaltet, sondern darüber hinausgehend auch kleine Schwankungen in den Bereichen der Proteinmenge. Wir können das, und davon bin ich überzeugt, mit RNA jetzt schon auf Einzelzellebene. Wir werden studieren können, warum sich Organe formen, was die Grundlage der Stammzellen ist. Und das alles, sage ich, hat das Potenzial. Das hat Leroy Hood, einer der Pioniere in diesem Bereich, Leroy Hood mal hier zusammengefasst als die P4 Medicine Vision, die prädiktiv, präventiv, personalisiert und partizipatorisch sein soll. Das heißt, diese Medizin, und ich habe Ihnen hier ein bisschen komplexes Bild, was aber eigentlich nur sagen soll, dass es in der Zukunft möglich sein muss, die Gesamtheit an medizinisch relevanten Informationen zu nutzen, um diese Informationen im Interesse des Patienten einzusetzen, für nicht nur die Therapie, weil dann ist es zu spät, sondern auch, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man frühzeitig umgehen kann mit entsprechender Prävention, um ein Ausbrechen dieser Krankheit zu verhindern. Und das sind diese Technologien. Diese Medizin wird also eine Informationsmedizin. Wir werden meiner Einschätzung nach auch in der Medizinausbildung übrigens sehr viel mehr Informatik brauchen. Wir werden, ich habe das mal hier genannt, in Anlehnung an die Systembiologie, wir brauchen eine systemische Medizin. Wir werden die Gesamtheit der Daten für ein Individuum sammeln können mit all den verbundenen Problemen. Und ich habe das mal hier, lassen Sie mich den Punkt noch machen. Das ist eine der Konsequenzen. Und diese Konsequenz ist, dass sich die Medizin verschiebt, nach Aussage von PricewaterhouseCoopers, zu dem sogenannten Third Place. Das heißt, im Laufe der kommenden Dekade ist die Vorhersage, aber wie es halt so ist mit Vorhersagen, meine Damen und Herren, die mögen zutreffen, brauchen es aber nicht. Jedenfalls ist die Vorhersage, dass sich im Bereich der Gesundheitskosten diese verschieben werden und 50% der anfallenden Kosten nicht mehr in der Klinik, nicht mehr bei dem niedergelassenen Arzt, sondern beim Patienten anfallen werden. Und wenn man das glaubt, und es gibt genug wissenschaftliche Basis, die besteht, um uns das glauben zu machen, dann muss man, meine Damen und Herren, mit diesen neuen Werkzeugen umgehen, denn die Technologien, die hier generiert werden, und ich komme gleich darauf noch zu sprechen, die sind tatsächlich, wie soll ich sagen, waren unvorstellbar vor 10 Jahren. Und schauen Sie sich das an, das habe ich als Beispiel mal gewählt. Wir alle kennen Google, eigentlich kennen wir Google mehr als, wenn man so will, Datenkollektor, und wir sind alle sehr kritisch darüber, aber Google ist auch auf dem Weg, über diese Daten und ihre Stärke eine Vielzahl von Methoden zu etablieren, die im Netz dann angewendet werden kann, die aber andere Technologien brauchen und als Basis zur Voraussetzung haben. Schauen Sie sich das an.
Was Sie hier sehen, ist etwas, was in einer Pressemitteilung einer Firma, und zwar die Firma ist Novartis, ist ja also auch keine ganz kleine, meine Damen und Herren, was die veröffentlicht haben, dass eine Kontaktlinse, die mit einem Sensor versehen ist, und dieser Sensor hat die Fähigkeit, Glukose in der Tränenflüssigkeit eines Auges zu messen. Und nicht nur ist ein Sensor dran, es ist auch ein Transmitter dran. Und dieser Transmitter, der überspielt, die kann überspielen, die Information auf ein iPhone. Und über dieses iPhone sind Sie eingeloggt in die, wenn man so will, Google-Maschine und könnten im Minutentakt, wenn Sie das wollen, Informationen erlangen über Ihren Blutzuckerspiegel. Wenn Sie sich das jetzt noch vorstellen, und auch da sind wir auf dem besten Weg, dass unsere Physiker, unsere Ingenieure, insbesondere diejenigen, die sich mit Mikrorobotics beschäftigen, dass die in der Lage sein werden, solche Mikrorobotics zu generieren, die, ich sage mal, subkutan implantiert werden, um dann Insulin freizusetzen, dann wissen Sie, dann hat man den ersten Loop und man wird ein hohes Maß an Glucose bzw. Stabilität bzw. Insulin als Counterpart-Stimulation ganz präzise steuern können. Und das hört sich auf der einen Seite gut an, auf der anderen Seite muss man das kritisch betrachten, und diese kritische Betrachtung ist hier, denn wir müssen davon ausgehen, dass vieles von dem, was ich hier angesprochen habe, zur Routinediagnostik erhoben wird. Wir werden eine Vermarktung und haben jetzt schon eine direkte eine Konsumentenvermarktung. Das heißt, wenn Sie Lust haben, schreiben Sie eine der kleinen amerikanischen Firmen an, nehmen einen Q-Tip. Mit diesem Q-Tip streifen Sie einige Ihrer Zellen im Mund ab. Dieser Q-Tip wird geschickt an diese Firma und 4 Wochen später haben Sie, wenn man so will, ein DNA-Profil, und dieses DNA-Profil kann Ihnen zum Beispiel sagen, ob Sie für gewisse Erkrankungen besonders suszeptibel sind. Das mag gut sein, das kommt aber in der Regel ohne Begleitkommentar. Das heißt, man muss sich schon fragen, ob diese, für wen auch, eine solche ungefilterte Information tatsächlich hilfreich ist. Die Probleme, die sich dann ergeben, Regulierung der genetischen Privatsphäre, Interpretation der Daten, Bürde des frühzeitigen Wissens, wer darf wissen? Dürfen Eltern wissen von einem neugeborenen Kind, wenn klar ist, dass dieses eine Mutation trägt, die zum Tod, zum frühen Tod führt? Wer darf dieses Wissen besitzen? Ganz zu schweigen von dem, was ich mal aufgeschrieben habe, aber nicht daran glaube, Human Enhancement, also die tatsächliche Verbesserung bestimmter Leistungen, menschlicher Leistungen. Klar ist, und das sehen Sie ja hier auch an der letzten Aussage, die Firmen in den USA sind sehr davon überzeugt, dass sie in nicht zu langer Zukunft, und das kostet inzwischen noch weniger als 1.000 US-Dollar, eine solche Analyse, dass sie diese Analyse für die Mehrzahl der Neugeborenen durchführen werden. Der Ethikrat hat sich damit beschäftigt, und zu Recht, möchte ich sagen, und ich glaube, wir sollten uns noch sehr viel mehr damit beschäftigen, und nicht nur der Ethikrat, da ist Gesetzgeber mitgefordert. Hier gibt es so ein paar Kernpunkte. Wie wird der Patient Zugang zu diesen innovativen Therapien erhalten? Wer bekommt es also? Wie wirkt sich personalisierte Medizin auf Gesundheitskompetenz und Selbstbestimmung aus? Welche Rolle spielt in Zukunft das Arzt-Patienten-Verhältnis? Welche Rolle die medizinische Information von Internetanbietern, so wie ich sie gerade geschildert habe? Wird die Solidargemeinschaft für die personalisierte Behandlung des Patienten einstehen? Schauen Sie sich an, wenn wir mehr Daten haben, wenn wir mehr Kenntnis haben über die Suszeptibilität eines Individuums für bestimmte Erkrankungen,
dann ist das für eine Versicherung ein hochinteressanter Datensatz. Das heißt, wenn Versicherungen, und die werden diese Daten erbitten, warum? Weil damit natürlich ein anderer als der durchschnittliche Betrag eingesammelt werden kann pro Jahr. Das heißt, wie gehen wir damit um? Hebelt das die Solidargemeinschaft aus? Ist das etwas, das uns zum Wohle gereicht, oder ist es das Gegenteil? Führt eine zunehmende Biologisierung des Krankheitsverständnisses zu einer Entpersonalisierung, und schließlich ist der Patient Nutznießer oder Opfer? Und Sie werden mir nachsehen, wenn ich glaube, dass hier man das positiv angehen sollte, aber mit dem nötigen kritischen Grundeinstellung. So, und jetzt komme ich schließlich und endlich zu dem, was Frau Beisiegel angesprochen hat und das, was ich denke, was uns auch alle interessieren sollte, und das ist ja das, was in der Regel darunter verstanden wird, wenn wir über Technologietransfer reden. Das bislang, wenn man so will, war eine sehr lange Präambel mit unterschiedlichen Elementen, aber ich möchte Ihnen jetzt in der verbleibenden Zeit einige Anmerkungen liefern über die Beiträge, die die Wissenschaft tatsächlich auch zur Verbesserung oder zur Entwicklung unserer Wirtschaft liefern kann. Und meine Damen und Herren, ich will gleich vorweg sagen, erstens, bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Zweitens, es gibt keine allumfassende Wirtschaftstheorie, kann es nicht geben, die dieser komplexen Materie Rechnung trägt. Was es aber gibt, und das ist sozusagen mein Anliegen, es gibt vergleichbar eines Puzzles eine Vielzahl von Puzzleteilen. Und wir haben dieses Puzzle noch lange nicht voll, aber es zeigen sich erste Konturen. Wir kriegen eine Idee, was uns tatsächlich dienlich ist und auf welchem Wege. Fangen wir an mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger von 1987, der hier formulierte, dafür hat er auch den Nobelpreis geschickt, die entscheidende Triebfeder für Wirtschaftswachstum in modernen Industriestaaten ist technologischer Fortschritt. Noch früher als übrigens der Robert Solow ist ein sehr bemerkenswerter Mann, ein Präsidentenberater, Vannevar Bush, und der hat erkannt, und das zu Beginn der 50er Jahre, finde ich wirklich eine großartige Leistung, Grundlagenforschung trägt in erster Linie zum Verständnis der Natur und ihrer Gesetze bei. Dieses allgemeine Wissen jedoch ist Basis für angewandte Forschung und Entwicklung. Oder, wie es Max Planck mal auf den Punkt gebracht hat, dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Meine Damen und Herren, das ist sozusagen die Conclusio daraus, ein Land, das für neues, grundlegendes Wissen von anderen abhängig ist, wird nur langsam industrielle Fortschritte machen und eine schwache Position im weltweiten Wettbewerb einnehmen. Noch viel mehr hat es der Wissenschaftler akzentuiert, hier in Harvard, der im Prinzip 22 OECD-Länder im Hinblick auf ihre Wirtschaftsleistung untersucht hat und mit einer sehr griffigen Schlussfolgerung endet: Je näher ein Land an der höchsten technologischen Ebene ist, und ich glaube, wir können diesen Anspruch erheben, umso mehr haben Investitionen in Forschung und Entwicklung eine Auswirkung auf das wirtschaftliche Wachstum. Oder ich sage es mal anders, wenn ein Land wie die Bundesrepublik nicht ganz vorne ist bei der Förderung von F&E, werden wir auch im wirtschaftlichen Wettbewerb unterliegen. Ich möchte Ihnen die Grundbausteine kurz darlegen und auch welche Leistungen sozusagen die Wissenschaft der unterschiedlichen Art hier bringen kann. Diesen Herrn, von dem haben Sie alle gehört, ein Österreicher, Herr Schumpeter, der in Harvard gearbeitet hat, der eben
den Kern seines Gedankens hier formuliert hat. Innovation in seinem Sinne ist eine kreative Zerstörung, und diese kreative Zerstörung ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Und da gibt es vielfältige Beispiele. Und ich will das nochmal zergliedern, der besseren Klarheit wegen, nicht weil es in der Regel hier keine Übergänge gibt und weil es so klar gegliedert ist, aber es macht den Punkt deutlich. Wir reden auf der einen Seite von der inkrementellen Innovation, das heißt die Weiterentwicklung von bereits bestehenden Produkten und Prozessen, die bei der angewandten Forschung, ich sage mal in Deutschland Fraunhofer, zum Teil auch die anderen Organisationen wie Helmholtz, aber insbesondere natürlich bei der Industrie angesiedelt ist, und die Durchbruchsinnovationen, die eine vollkommen andere Herangehensweise haben und letztlich sich ableiten lassen von der Grundlagenforschung. Und ich habe das hier nochmal etwas aufgeschlüsselt, also inkrementelle Innovationen verbessern oder variieren vorhandene Produkte, die werden an der Nachfrage ausgerichtet. Das heißt, der Markt diktiert das Produkt. Man muss was Neues haben, aber dieses Neue stützt sich auf Produkte, die bereits bestehen. Benötigen einen eher geringeren im Vergleich zur Grundlagenforschung Entwicklungsaufwand, stellen geringes Risiko für die Industrie dar, bringen kalkulierbare, aber begrenzte Gewinne und werden überwiegend in der Industrie betrieben. Durchbruchsinnovationen hingegen schaffen völlig neue Produkte und schaffen dieses durch einen anderen Prozess. Und dieser Prozess, den habe ich hier als Technology Push bezeichnet. Übrigens, Göttingen ist ein wunderbares Beispiel, auch für diesen Fall, denn das Göttinger Institut, oder besser gesagt in meinem alten Göttinger Institut, Max Planck für biophysikalische Chemie, hat ein Forscher, der zu dieser Zeit bei uns war, zwei Patente, die heute unter Tuschel 1 und Tuschel 2 firmieren, hervorgebracht. Und diese zwei Patente waren die Basis für die Behandlung von RNAi im Sinne einer Blockierung von Genaktivität. Auf dieser Basis, eine rein technologische Basis, Herr Tuschel, man konnte sich die Anwendungen überlegen, aber er war weit weg, als er diese Patente geschrieben hat, von der tatsächlichen Anwendung, ist eine Firma hervorgegangen. Diese Firma ist in den USA, da würde ich gerne, wenn ich noch Zeit habe, wahrscheinlich, na, auf keinen Fall habe ich Zeit, sonst könnten wir auch gerne darüber reden, weil wäre unmöglich gewesen, diese Firma in Deutschland zu gründen. Es wäre unmöglich gewesen, weil wir kein Venture-Kapital haben und keine Möglichkeit des sogenannten Exits, das heißt, dass junge Firmen erfolgreich an die Börse gebracht werden. In den letzten 5 Jahren, nur ein Beispiel, hat es eine Biotech-Firma an die Börse geschafft. Wir haben ein Niveau erreicht von Venture-Kapital, also Risikokapital, das so niedrig ist wie noch nie. Und meine Damen und Herren, da muss man sich schon fragen, wo wir in Zukunft dann unsere technologischen Produkte oder unsere hochtechnologisierten Produkte liefern wollen, wenn man mal davon ausgeht, dass auch andere Länder viel investieren und dass wir bislang getrieben sind von inkrementaler Innovation, sei es in der Automobilindustrie, sei es in der Maschinenbauindustrie. Da sollten wir uns schon Gedanken machen, ob es hier nicht politische Bedarfe und Desiderate gibt, die erfüllt werden müssen. Es gibt eine Reihe von Beispielen, Transistor habe ich schon erwähnt, ich möchte nicht darauf eingehen, weil ich sonst aus der Zeit laufe, aber schauen Sie sich das Internet an, ganz klar, Internet ist ein technologisch getriebener Prozess gewesen und ich glaube, es hat kaum eine Technologie so viel bewirkt im Sinne der Veränderung unserer Lebensgewohnheiten wie das Internet. Oder schauen Sie sich die Biotechnologie an. Ich will Ihnen hier nur noch mal diesen Punkt machen. Der Umsatz der Biotechnologie in den OECD-Ländern ist fast 83 Milliarden US-Dollar. Da hätten wir mehr tun können und müssen. So, was sind die Beiträge? Und diese Beiträge, ich sagte Ihnen, ich werde Ihnen Puzzleteile geben, die aber dann doch am Ende, hoffe ich, für uns alle zu einem kohärenten Bild führen. Diese Studie, die ich Ihnen hier zeige, wurde in den USA angefertigt
und hat über 10 Jahre hinweg alle Patente, die in den USA geschrieben worden sind, analysiert, im Hinblick auf die Zitate, die in den Patenten zu finden ist, das heißt also das Know-how, das Patent brauchte, um überhaupt als ein Patent schreiben zu können. Und das schauen Sie sich mal hier an, weil das muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist über alles. Biotech ist noch höher, also die Pharma-Patente, die sind noch deutlich höher. Aber über alles, 73,3% der Zitate in diesen Patenten stammen aus öffentlich geförderter Forschung. Also ich wage mal zu behaupten, zumeist Grundlagenforschung. Und nicht nur das, sondern wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass es nicht irgendwelche Arbeiten sind. Und deswegen müssen wir uns auch verpflichten, die Qualität hochzuhalten, qualitativ die beste Forschung zu ermöglichen. Denn was Sie hier sehen, ist, dass überwiegend die viel zitierten Arbeiten, nämlich Top 1% der in der Wissenschaft zitierten Arbeiten, die sind die maßgeblichen für diese Patente. Rechnen Sie mal die zwei zusammen, die Top 1 und die Top 10%, den Rest können Sie vergessen. Das heißt, mediokre Forschung ist für die Katz, wird uns weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich hier nach vorne bringen. Oder schauen Sie sich das nächste Puzzlestück an. Das ist ein Puzzlestück, wo ich selbst, sage ich Ihnen ganz offen, also auch hier bin ich einen Irrweg gegangen in der frühen Phase dieser Genomanalyse, wo ich dachte, eine Menge Geld und für was ist es, aber schauen Sie sich an, was das in den USA bewirkt hat, dieses Investment in die Genomik, in das genomische Sequenzieren, 3,8 Milliarden, bis das erste humane Genom zur Verfügung stand. Und dann schauen Sie sich das an. Jeder investierte Dollar, und das ist die Aussage übrigens, die Obama hier geliefert hat, hat 141 Dollar an Wirtschaftsleistung erbracht. Oder schauen Sie sich die Auswirkungen an auf Firmen und insbesondere Firmen, klein- und mittelständische Firmen. Ich will Sie hier mit den Zahlen nicht langweilen, ich gehe gleich hier zur Zusammenfassung. Die Innovation ist der Haupttreiber des wissenschaftlichen Fortschritts. Innovation von neuen Technologien, Produkten und Prozessen resultieren in überdurchschnittlichen Verkaufszahlen und besonders hohen Profitmargen. Forschungspartnerschaften sind wichtig für kleine und mittelständische Firmen. Ein Drittel der befragten Firmen gaben an, dass sie auf Partnerschaften mit Forschungsinstitutionen angewiesen sind. Das heißt, ohne diese Partnerschaften wäre eine Entwicklung von neuen Produkten überhaupt nicht möglich. Und ich zeige Ihnen das nächste Puzzlestück. Wenn wir uns immer rechtfertigen müssen, und da stehen wir ja sozusagen Seite an Seite, Frau Weilsiegel, dann möchte ich Ihnen warum mehr Gelder in sozusagen den Forschungsraum, insbesondere den universitären Raum gehen sollen. Dann schauen Sie sich das an. Das ist die Analyse von Boston. Und Sie können sich das durchlesen, aber der Kern ist hier unten der letzte Satz. Von jedem Beschäftigten, oder ich sage es anders, von 100 Beschäftigten in einer Universität in der Boston-Gegend hängen 76 zusätzliche Arbeitsplätze ab. Das heißt, diese 100 Arbeitsplätze, die mit in der Regel öffentlichen Geldern gefördert werden, bringen 76 weitere Arbeitsplätze hervor. Das wird bestätigt durch München. Denn in München haben wir eine, ich sage mal, vergleichbare Situation, die messbar zu, und das ist das für mich Frappierende, zu exakt dem gleichen Datensatz, zu dem gleichen Ergebnis führt, nämlich auch in München. Augsburg ist mit eingerechnet, also das ist ein größerer Bereich in München, 23 Universitäten. Auf 100 Arbeitsplätze in den Universitäten bzw. Forschungsinstitutionen kommen 76 weitere Arbeitsplätze, die generiert worden sind. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen wichtigen Punkt machen, der immer wieder missverstanden wird, insbesondere auch in der Politik. Und dieser Punkt wird hier deutlich. Ich glaube, wir müssen sehr klar differenzieren, welche Leistung eine Universität oder ein Max-Planck-Institut bringen kann.
Ist es eine volkswirtschaftliche Leistung oder ist es eine betriebswirtschaftliche Leistung? Und es gibt praktisch keine Daten, bis auf diesen einen Datensatz hier, den ich aber sehr interessant und spannend finde. Deswegen habe ich Ihnen hier die Daten mitgebracht. Wenn Sie sich mal anschauen, und das wurde eben verfolgt und vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, die von MIT Alumni gegründeten Firmen, das können Sie alles durchgehen, der Kern ist wiederum der letzte Satz, dann würde, wenn man das zusammenrechnet, was das Produktivitätsleistung erbringt, den 17. größten, die größte Volkswirtschaft der Welt hervorbringen. Das ist ein volkswirtschaftliches Gut. In Verbindung mit, was ich Ihnen gezeigt habe, denke ich, ein sehr eindrucksvoller Befund. Jetzt schauen Sie sich mal an, wir nehmen uns ja immer Beispiele auch an einem solchen, an einer solchen Elite-Universität wie MIT. Das sind die Lizenzeinnahmen und die Aktien, die Sie halten über die Firmen, wo Sie beteiligt sind, die also unmittelbar vom MIT hervorgegangen sind. Schauen Sie sich das an. Da haben wir mal magere 60 bis 80 Millionen US-Dollar und das schwankt. Das war vor 10 Jahren, war das, gut, können wir hier ablesen, nee, 10 Jahre ist hier nicht mehr drauf, aber es war noch deutlich darunter, es waren fast nur 30 Millionen. Und wenn ich mir die Max-Planck-Gesellschaft anschaue, dann sehe ich, dass die Max-Planck-Gesellschaft über die Jahre hinweg in etwa ein Sockeleinkommen von Lizenzen und Eigentumsrechten über Aktien von etwa 20 Millionen Euro hat pro Jahr. Aber für uns wichtig zu verstehen ist, es ist nicht das betriebswirtschaftliche Ergebnis, was zählt. Es ist das volkswirtschaftliche Ergebnis, was punktet. Das ist das, wonach wir streben müssten, beziehungsweise das ist das, was eigentlich die größte Leistung einer Grundlagenforschungsstruktur ist. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Beispiele mitgebracht. Das, was aus Max-Planck-Laboren hervorgegangen ist, Polyethylen, Polypropylen, also der gesamte Kunststoffbereich, Decaf Coffee, also wenn Sie entkoffeinierten Kaffee trinken, denken Sie vielleicht nicht immer an Max Planck, aber von heute an sollten Sie an Max Planck denken. Wir haben hier, ich habe Herrn Frahm gesehen, ich grüße Sie herzlich, Herr Frahm, Magnetic Resonance Imaging, das heißt ein Patent, das die Signale verstärkt bzw. beschleunigt, Magnetic Resonance Imaging, also Flash-Patent. Herbert Jeckle, mein Freund und Partner über 12 Jahre, hat ein Patent über Paternity-Tests, also Vaterschaftstests in der forensischen Medizin. Wir haben die Pflanzentransformation. Chef Schell hat das erste Patent für transgene Pflanzen, meine Damen und Herren, das in Deutschland leider keine Rolle spielt. Ich verstehe es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber, und ich komme mal hier zu dem Punkt, wir haben hier noch sehr viel mehr Einkommen aus Antikrebsmitteln und insbesondere von Axel Ulrich, ein Blockbuster, Sutent, der eingesetzt wird von Pfizer bei soliden Tumoren, insbesondere bei Nieren- und bei Magen-Darm-Tumoren. Und Sie sehen, die Umsatzerwartung ist über 2 Milliarden und ab 1 Milliarde ist es ein Blockbuster. Das tut uns auch gut, aber nochmal, diese 20 Millionen bleiben, sind wirklich konstant geblieben über die letzten 10, 20 Jahre. Gibt es immer wechselnde Produkte oder Projekte, die wir haben, die dann sozusagen diese Gelder liefern. Aber nochmal, das ist ja etwas, das wir alleine in der Form gar nicht hätten entwickeln können. Da braucht es große Partner. Hinzu kommt, und das wird vielleicht auch viele überraschen, aber es ist heute nicht mehr so deutlich trennbar, dass man angewandte bzw. Grundlagenforschung hat. Deswegen ist es für mich nicht überraschend, dass man hier innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft 417 Industriekooperationen hat, nochmal mit einem Gesamtvolumen von fast 20 Millionen Euro. Ja, ich hätte noch gerne mit Ihnen über das deutsche Innovationssystem gesprochen, über das, was wir haben, aber insbesondere auch das, was uns fehlt.
Aber ich glaube, im Interesse der Zeit, also hier die Uhr zeigt jetzt 52 Minuten, 40 sollte ich reden, gehe ich da mal sehr zügig durch und komme. Sie sehen, was Sie alle verpasst haben. Yep. Ja, das zeige ich vielleicht noch. Was mich wirklich gefreut hat, dass wir hier in Göttingen gemeinschaftlich mit dem Land Niedersachsen ein neues Projekt aufs Gleis gehoben haben, und zwar ein Inkubator ohne Gründer. Das heißt, wir haben so viel Know-how, dass wir Projektskizzen einladen können, und Max Planck Innovation, die das für uns professionell betreiben, das sind alles Leute, die ein hohes Maß an Industrieerfahrung haben, die sich das anschauen und dann entsprechend auch, ich sage mal, Geschäftsführer beziehungsweise Finanzexperten hinzufügen, um dieses dann in diesem Inkubator zu gründen. Also ein ganz wunderbares neues Konzept. Ja, meine Damen und Herren, das ist auch dann der Schluss. Grundlagenforschung, habe ich Ihnen gesagt, erweitert die Grenze des Wissens und liefert damit einen kulturellen Beitrag, bildet die zukünftigen Generationen aus, Lösungsstrategien, insbesondere auch die Basis für wirtschaftliche Produkte. Ich habe kurz darauf hingewiesen, dass wir viel tun müssten in Deutschland. Und wenn wir das nicht tun, dann würde nämlich genau das eintreffen, was Francis Bacon auch schon wieder 1605 gesagt hat: He that will not apply new remedies must accept new evils, for time is the greatest innovator. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.